Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Wenn ihr das erste Mal auf unserem Kanal seid, wir stellen euch jede Woche Videos vor zu den beiden Marken Mercedes und BMW, welche Nachrüstungen es gibt, welche Modifikationen, Krankheiten, Probleme, was letztendlich sozusagen die beiden Fahrzeuge betrifft. Wir haben hier einen 535 Diesel, vor Facelift, ist zwar auf Facelift umgebaut von den Scheinwerfern, aber ist ein vor Facelift mit 272 PS aus 2006. In diesem Video stellen wir euch die Probleme, Krankheiten von diesem Fahrzeug vor. Wenn ihr vorhabt, so ein Fahrzeug zu kaufen, worauf ihr achtet, wenn ihr so ein Fahrzeug habt, worauf ihr achtet, damit ihr keine teuren Reparaturen habt. Mittlerweile werden diese Fahrzeuge immer günstiger und günstiger. Problem ist natürlich, wenn man so ein Fahrzeug sich kauft, kann man auch letztendlich eine Katze im Sack kaufen und das kann auch wirklich sehr teuer werden. Das heißt, ein Schnäppchen, was als Schnäppchen aussieht, kann wirklich ein Groschengrab werden. Deswegen erzählen wir in dem Video einige Sachen, worauf ihr achten müsst, was wirklich teuer ist, was zu beachten ist und entsprechend auch, wenn ihr so ein Fahrzeug habt, kleine Reparaturen halten so ein Fahrzeug wirklich ein Leben, damit teure Reparaturen nicht entstehen. Um euch das am besten zu demonstrieren, habe ich hier ein paar Sachen liegen, euch aufgebaut. Wir fangen bei der Ansobrücke an. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt oder vorhabt, so ein Fahrzeug zu kaufen, am besten ihr nehmt den Motor, die Motorabdeckung einmal ab und guckt rechts an der Ansobrücke runter, auf der Fahrerseite. Wenn die Ansobrücke trocken ist, ist eine super Sache. Wenn die Ansobrücke versifft ist, Öl sozusagen verliert, dann haben wir ein Problem. Das heißt, diese Problematik mit dem Ölverlust hat seine Ursache. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das so sein kann. Eine Option ist zum Beispiel der Turbolader, denn da, wo die Ansaugbrücke entsprechend das Öl verliert, das ist die Verdichterseite, das heißt, dort verdichtet der Turbolader sozusagen die Luft und die saubere Luft geht entsprechend in den Brennraum mit etwas Abgasen versetzt und ja, da sollte normalerweise gar kein Öl sich befinden. Wenn dort Öl befindet, dann kann es halt sein, dass der Turbo zur Verdichterseite undicht ist, das heißt, dass die Dichtungen im Turbolader langsam kaputt gehen und der Turbo letztendlich Öl schmeißt. Da wir hier bei diesem Fahrzeug eine Registeraufladung haben, ist das natürlich teuer, wenn einer der beiden Turbos kaputt ist. Das heißt, der eine kostet glaube ich irgendwie 900 Euro, der andere kostet ungefähr 2,2. Plus das muss natürlich eingebaut werden und entsprechend natürlich auch in Teilen bezahlt werden. Das heißt, wenn ihr so ein Fahrzeug habt oder vorhabt zu kaufen, solltet ihr das auf jeden Fall vorher bedenken. Die zweite Option ist, dass in dem Kurbelgehäuse einfach zu viel Druck entsteht. Dafür haben wir hier eine Kurbelgehäuselüftung. Bei diesem Fahrzeug ist auch noch eine Art Zyklon-Ölabscheider verbaut. Der soll dafür sorgen, dass das Öl entsprechend abgeschieden wird. Das heißt, wir haben hier entsprechend zwei Probleme. Die eine Option ist, es kann die Kurbelgehäuselüftung, die kann halt verstopfen. Was verstopft, ist halt diese Einheit hier. Hier drin setzt sich eine Art Ölschicht ab und dann kann das Kurbelgehäuse nicht mehr entlüften und sucht sich die schwächste Stelle am Motor. Die schwächste Stelle ist die Ansaugbrücke. Wenn ihr hier seht, diese Dichtungen, die sind halt, das ist die schwächste Stelle und der Motor fängt an, hier entsprechend das Öl zu verlieren und hier läuft die ganze Soße runter. Zweite Option ist, oder Problematik ist der Ölabscheider an sich. Ich hole ihn mal kurz raus, weil der ist schon so ein bisschen älter. So, das ist der Ölabscheider an sich. Der Ölabscheider sorgt dafür, dass die Öldämpfe, die sozusagen auch durch den Turbo entstehen, dass sie abgeschieden werden. Problem an der ganzen Geschichte ist folgende. Früher hat BMW so einen Ölabscheider verbaut. Ich nehme ihn jetzt nicht raus, das ist eine Art Textilstoff. Und der Textilstoff hat die Öldämpfe sozusagen gesammelt. Problem war natürlich, man musste das Ding, sagen wir mal, alle 20, 30, 40.000 tauschen. Dann kam BMW auf die super Idee, den Ölabscheider, also diese Textilgeschichte, die halt sozusagen nicht wartungsfrei war, gegen so ein Ding letztendlich zu tauschen. Ne? Das ist wartungsfrei, muss entsprechend nicht getauscht werden und dachten sich, super Sache. Irgendwann war denen wahrscheinlich die Kosten einfach zu hoch. Die haben das Ding komplett weggelassen. Bei den meisten Fahrzeugen, wenn man das Fahrzeug jetzt einfach, wenn man das Ding jetzt, die Kurbelgehäusenutzung ausbaut, da ist mittlerweile nichts mehr drin. Das ist einfach, wir haben keinen Ölabscheider. Was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Das Problem ist, wenn diese Öldämpfe nicht abgeschieden werden, wo gehen die hin? Die gehen in den Brennraum. Das heißt, wenn diese Öldämpfe, die sind
sind immer ölhaltig, dann haben wir das Problem, dass diese Öldämpfe entsprechend, wenn die extrem ölhaltig sind, an der Hansa-Brücke runterlaufen. Oder wir haben das Problem, dass sie sozusagen in den Brennraum reinkommen, dass sozusagen die Wände, die blende ich euch noch ein, weil bei dem Fahrzeug ist es wirklich extrem. Die haben sich extrem zugesetzt. Das heißt, wir haben viel, viel weniger Volumen, was in den Motor reingeht, als eigentlich reingehen sollte. Das ist halt auch eine Ursache von diesem Ölabscheider. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man den Ölabscheider bzw. die Kurbelgehäuseprüfung tauscht, dann sollte man auf das alte System zurückrüsten. Man sagt, alle 50.000 sollte man die Kurbelgehäuseprüfung wechseln. Wenn man die wechselt, sollte man in dem Zuge gleich, wie gesagt, das alte System verbauen mit einem Ölabscheider, dass wenigstens erstmal einer drin ist. Und wenn da einer drin ist, dass ein mit Textil, der sozusagen das Öl auch vernünftig abscheidet. Denn wir wollen ja dafür sorgen, dass in den Brennraum, das heißt in der Brennkammer, keine Öldämpfe reingehen, kein Öl reinkommt, dass wir eine Verbrennung haben, idealerweise aus Luft und Kraftstoff. Natürlich haben wir bei dem Fahrzeug noch eine Abgasrückführung, die sorgt natürlich dafür, dass Abgase noch dazugeführt werden. Aber das ist ein anderes Thema, dazu komme ich etwas später näher. Wenn man also die Ansaugbrücke abgebaut hat, wieso auch immer, weil zum Beispiel Glühkerzen kaputt waren oder die Ansaugbrücke undicht gewesen ist, dann sollte man in dem Zuge gleich die Glühkerzen tauschen und das Glühsteuergerät. Denn alle sitzen unter der Ansaugbrücke. Es ist schade, dass manche tauschen nur die Glühkerzen oder lassen nur die Glühkerzen tauschen. Nach einem Monat oder zwei oder nach einem halben Jahr kommt die Fehler wieder, weil dann das Glühsteuer kaputt ist. Deswegen, man kann ungefähr sagen, so bei 100.000, 120.000 sollte man Glühkerzen, Glühsteuer tauschen. Wenn natürlich die Ansaugbrücke komplett dicht ist, wenn die Glühkerzen alle in Ordnung sind, das Glühsteuer fehlerfrei funktioniert, dann braucht man das nicht tauschen. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug habt mit 100.000, 80.000, 120.000 und die Ansaugbrücke ist zum Beispiel undicht, es läuft Öl, ihr müsst da sowieso ran, dann tauscht gleich die Glühkerze und das Glühsteuergerät, damit entsprechend halt nicht man die Arbeit eben nach einer kurzen Zeit wieder macht. Ganz wichtig, wenn man das macht, verwendet vernünftige Dichtungen. Das heißt, am besten halt Dichtungen von BMW. Die sind wirklich ihr Geld wert. Man darf nicht die alten Dichtungen verbauen, weil dann habt ihr die Problematik, es kann wieder undicht werden. Ihr wisst nicht, ist das undicht geworden, weil ich an den Dichtungen gespart habe? Ist das undicht geworden, weil ein entsprechender Turbo vielleicht Öl schmeißt oder die Kurbelgehäuselüftung oder Ölabscheider sozusagen dicht ist? Wenn eure Ansaugbrücke ölfeucht ist, das heißt an dem Block die ganze Soße runterläuft und ihr die Ansaugbrücke gemacht habt, tauscht auf jeden Fall in dem Zuge gleich Kurbelgehäuselüftung und Ölabscheider. Aus dem Grund, weil ihr wollt natürlich sehen, ist das alte Öl, was früher sozusagen runtergelaufen ist, war die Ursache von der Geschichte, waren das die Dichtungen, ist die Ursache der Turbolader gewesen oder war einfach das Kurbelgehäusel verstopft und das Öl sozusagen hat sich die schwächste Stelle gesucht. Eine andere Option, was halt sein kann, bei dem, dass das entsprechend halt Öl verliert, sind die Dreiklappen. Die Dreiklappen sehen so aus, ich halte das mal so in die Kamera, weil das sind halt kleine Klappen, die bewegen sich, die sitzen in der Ansaugbrücke. Also da werden immer viele Märchen erzählt, dass die Dreiklappen irgendwie verstärkt werden beim Vor-Facelift, beim Facelift, die sind alle die gleichen. Das heißt, dass, ob die jetzt Facelift sind oder Vor-Facelift, der einzige Unterschied von den Dreiklappen ist, machen wir kurz eine Pause, so Pause vorbei. Also eine andere Option, was halt sein kann, ist, dass die Ansaugbrücke nicht nur an den Dichtungen hier undicht sein kann, sondern die Dreiklappen, die haben eine eigene Dichtung. Ne? So, diese eigene Dichtung, die wir dort haben, kann entsprechend auch nach einer bestimmten Zeit undicht werden. Problematik an der ganzen Geschichte ist, wenn ihr zu BMW hingeht und sagt, Jungs, ich möchte gerne neue Dreiklappen haben, dann wissen die wahrscheinlich noch nicht mal, was das überhaupt ist. Und man kann die nicht separat kaufen. Das heißt, man kann nur eine komplette Ansaugbrücke erwerben, die ist relativ teuer. Und klar kann man auch eine Nachbauansaugbrücke kaufen, würde ich aber nicht machen. Was man machen kann, man kann Blindstopfen verbauen. Das ist bei der Ansaugbrücke der Fall. Man sieht, die sind halt metallisch, die haben eine separate eigene Dichtung und dichten entsprechend die Ansaugbrücke halt vernünftig ab. Was ist der Vorteil, wenn man die durch die Blindstopfen ersetzt? Wichtig ist, oder man kann das wahrscheinlich hier relativ gut erkennen, ne? Das heißt, die Dreiklappe, die ist sehr, sehr, sehr verrußt. Ne? Durch diesen Ruß, was man hier sehen kann, die Dreiklappe bewegt sich permanent hin und her. Wenn die Dreiklappe sieht in Wahrheit so aus, ne? Das heißt, wahrscheinlich könnt ihr das sehen, wir haben zwei kleine Löcher, die werden durch zwei Nieten gehalten. Wenn die Klappe ständig einen Widerstand hat, gegen den sie anarbeiten muss, permanent, weil die arbeitet halt ständig, dann ist natürlich klar, dass irgendwann diese beiden Nieten sozusagen kaputt gehen und die Dreiklappe in den Motor angesaugt wird.
BMW hat davon natürlich noch nie im Leben was gehört, aber wenn man im Internet ein bisschen mal recherchiert, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Fälle, wo die Leute halt einen Motorschaden haben, wo so eine Klappe angesaugt wurde und entsprechend halt den Motor kaputt gemacht hat. Wenn die Klappen nicht da sind, Blindstoffe verbaut sind, kann sowas natürlich nicht passieren. Es gibt Gerüchte, man erzählt sich irgendwie, das Auto soll mehr verbrauchen, weniger Leistung haben. Also ich habe sowas noch nie gemerkt und ich fahre mittlerweile seit, keine Ahnung, 4-5 Jahren ohne Dreiklappen durch die Gegend. Hatte auch teilweise mal die einfach aus Interesse mal wieder reingemacht, um mal zu gucken, ob man wirklich einen Unterschied merkt. Man merkt nichts, denn die Fahrzeuge heutzutage haben eh fast alle um die 200 PS. Ob man jetzt, keine Ahnung, gefühlt 2 PS mehr oder weniger hat, das macht den Kohl auch nicht fett. Ja. Das zu dem Thema Dreiklappen. Deswegen wichtig für euch, wenn ihr so ein Fahrzeug kauft oder letztendlich habt und ihr die Ansaugbrücke abnehmen müsst, lasst gleich die Glühkerzen machen, Glühsteuerkit machen, vernünftige Dichtungen und am besten gleich die Blindstopfen da anstelle der Dreiklappen. Bei den Blindstopfen gibt es verschiedene Sachen. Wir haben verschiedene Blindstopfen ausprobiert und deswegen lassen wir die Dinger hier in Hamburg selber CNC fräsen, weil wenn die Passgenauigkeit nicht hundertprozentig ist, dann habt ihr genau die gleiche Problematik. Ihr wisst nicht, ihr habt jetzt alles gemacht, kommt das Öl jetzt wie gesagt hier raus, weil die Dinger undicht sind oder wieso auch immer. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und vernünftige verbauen, nicht irgendwie für 5 Euro. Warum sind 535er oder viele wissen nicht, dass 535er anfällig sind? Die Leute denken, ja, viel Leistung, super Auto. Man muss einfach nur verstehen, die 535er, die Registeraufladung, die beiden Turbos, die Wind, die sind über Unterdruck angesteuert. Das ist halt wirklich sehr anfällig oder sehr fehleranfällig. Habe ich hier irgendwo Unterdruckschläuche? Sonst hier, genau. Wir haben sozusagen bei dem Fahrzeug wird alles über Unterdruck angesteuert. Diese Schläuche, die werden nach einer Zeit hart, weil das ist halt Gummi. Das heißt, wenn so ein Fahrzeug ein paar Jahre alt ist, wir tauschen die Reifen, oder man kann ja sagen, Reifen sind nach 5 Jahren eigentlich mehr oder weniger austauschfähig. Viel schneller passiert das mit diesen ganzen Schläuchen, weil die Schläuche, die haben natürlich extreme Temperaturen zu bewältigen. Die liegen an dem Motor, die haben so eine ganz dünne sozusagen Textilschicht, das soll die Schläuche ein bisschen schützen, tut aber wirklich nicht extrem viel. Und dadurch, dass wir immer einen kalten Motor haben, extrem heißen Motor und alles über die Schläuche letztendlich läuft, ist das wirklich sehr störanfällig. Wir haben die Schläuche, die Turbos ansteuern, die das AG ansteuern, wir steuern auch die Dreiklappen sozusagen Steuerung an. Wir haben die Ventile. Die Ventile sorgen dafür, dass ein Vakuum entsteht und die Turbos entsprechend geöffnet werden. Und wir haben einen Druckspeicher, der sieht aus wie so ein Ei. Ich habe jetzt momentan keinen hier, aber den könnt ihr vielleicht hier sehen. Also Kamera kann einmal kurz mitkommen, dann kann man hier sehen, das ist auf jeden Fall der Druckspeicher. Ich leuchte mal so ein bisschen mal hin, dann könnt ihr das vielleicht erkennen. Hier ist das Ding. Kann man sehen, ne? Alles klar. Auf jeden Fall, das ist der Druckspeicher. Und wenn man zum Beispiel so ein Fahrzeug hat, man muss sich einfach logisch überlegen. Diese Ventile arbeiten ständig für die Turbos. Das heißt, irgendwann kann das Ventil nicht mehr genug sozusagen Druck aufbauen und der Turbo öffnet nicht komplett. Das heißt, die Abgasseite von dem Turbo wird sozusagen hat nicht das volle Volumen, was es entsprechend haben sollte. Man hat weniger Leistung, als man haben sollte. Es kann sein, dass irgendein so ein Schlauch sozusagen mal hart wird, leichten Riss hat, dadurch hat man nicht die volle Leistung. Der Druckspeicher hat irgendwann einen kleinen Mikroriss, das heißt, wenn er warm wird, haben wir, wie gesagt, nicht die volle Leistung, der Turbo kann nicht genug aufgehen. Man muss einfach einem klar sein, wenn man so ein Fahrzeug sich kauft, sind gute Autos, man muss, es ist einfach deutlich reparaturanfälliger als ein 530er Diesel, weil 530er Diesel, die werden über elektronisch, der Turbo wird elektronisch gesteuert, ne? Das heißt AGR ist natürlich unterdrucktechnisch, aber kann man eigentlich ignorieren, deswegen so ein Fahrzeug ist natürlich einfach deutlich störanfälliger. Turbolader muss man natürlich verstehen, ist eine relativ teure Sache. Das heißt, wenn man so ein Fahrzeug kauft oder so ein Fahrzeug hat, ich empfehle immer einmal im Jahr das Fahrzeug zu prüfen. Das heißt, bei einer Prüfung am besten natürlich mit einem BMW-Tester, weil diese Bosch-Gutmann-Tester oder wie die auch alle heißen, die kommen nicht so tief rein wie die Originaltester, weil die Originaltester sind natürlich speziell für einen Hersteller und man kann sich bestimmte Werte angucken. Was ist für uns interessant? Für uns ist interessant zum Beispiel der Partikelfilter. Wir wollen natürlich sehen, wie viel Beladung hat der Partikelfilter. Und nicht einfach nur Beladung im Leerlauf, weil wir fahren ja nicht nur im Leerlauf, sondern was hat der an Beladung bei, oder man misst entsprechend die Beladung vom Partikelfilter durch den Abgasgegendruck. Das heißt, man misst, wie viele Abgase sozusagen kommen
zurück oder wie viel Hindernis ist der Partikelfilter oder wie viel stellt er letztendlich dar. Das kann man messen im Leerlauf bei 2000 Umdrehungen und bei Volllast und dann sieht man, wie voll ist der Partikelfilter selber. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Partikelfilter relativ voll ist, muss der Turbo immer gegen den Widerstand anarbeiten und irgendwann geht der Turbo dadurch kaputt, weil der Turbo will natürlich sozusagen Abgase loswerden, kann er nicht, weil wir haben ein Hindernis, die Abgase kommen zurück und irgendwann ist die Welle in dem Turbo sozusagen ausgelutscht und der Turbo schmeißt Öl. Öl kann er schmeißen zur Abgasseite, also zum Partikelfilter hin und knallt den Partikelfilter voll Öl oder verstopft ihn voll Öl. Öl kann man natürlich nicht regenerieren, dann muss man einfach verstehen, wenn der Partikelfilter voller Öl ist, dann könnt ihr regenerieren, bis ihr schwarz werdet, das wird nicht helfen. Oder der Turbo kann halt undicht werden zur Verdichterseite, dann knallt er euch das ganze Öl in den Brennraum, ist natürlich auch scheiße, habt ihr schlechte Verbrennung, mehr Rußbildung, auch einen volleren Partikelfilter, weil die Verbrennung ist nicht ideal, nicht genug Leistung, die Kanäle verstopfen und so weiter und so fort. Deswegen guckt den Partikelfilter regelmäßig einmal durch. Wenn zum Beispiel bei euch Thermostat nicht funktioniert, dann kann so ein Fahrzeug auch nicht regenerieren. Wenn ein Sensor am Partikelfilter nicht funktioniert, kann so ein Fahrzeug nicht regenerieren. Wenn ihr nur in der Stadt fahrt, regeneriert das Fahrzeug überhaupt nicht. Deswegen muss immer solche Sachen prüfen. Naja, das heißt, dass man nicht einfach zu spät das feststellt, dass der Partikelfilter voll ist, dass der Turbo kaputt ist. Und wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, wie gesagt, ist immer sinnvoll, ein bisschen Geld zu investieren und das Auto vielleicht bei BMW vorzustellen, dass sie einmal die einzelnen Sachen prüfen. Sinnvoll auch denen zu sagen, was genau die prüfen sollen. Ne? Weil Fehler auslesen bringt dann nicht genau viel. Man muss, wie gesagt, solche Sachen einmal durchgucken, dann hat man wirklich die Sicherheit, wenn ihr so ein Fahrzeug kauft oder so ein Fahrzeug habt, ist immer sinnvoll, das Auto mal hochzuheben, mal zu schauen, wie das bei dem sozusagen Ladeluftkühler ist, ob dort Öl rauskommt. Man kann den Ladeduschschlauch hier vorne mal abnehmen, gucken, ist da Öl oder kommt uns mal besuchen, dann können wir da hier vor Ort euch mal das alles entsprechend erzählen und zeigen, was halt sinnvoll ist. Denn die Problematik bei den Turboladern, wir haben sehr, sehr viele Firmen ausprobiert, die Turbos überholen. Leider keinen zuverlässigen Partner bis jetzt gefunden, weil Problem ist natürlich, die erzählen euch alle, ihr habt Garantie, fährt 12 Monate, 24 Monate. Nur wenn so ein Turbo scheiße überholt ist, ihr baut ihn ein oder lasst ihn einbauen und der funktioniert nicht richtig, dann seid ihr die Dumme, ihr dürft das Ding wieder ausbauen, zuschicken, kriegt einen neuen, baut ihn wieder ein, läuft er genauso scheiße, könnt ihr wieder hinschicken. Deswegen, wenn so ein Turbo kaputt ist, BMW will ich nicht reich machen, aber es ist immer sinnvoll, bei sowas immer Originalteile zu nehmen, weil das ist wirklich sein Geld wert. Einmal investiert, dann hat man. Was auch wichtig ist, sind die Injektoren. Ihr hört wahrscheinlich, ich bin ein bisschen verschnupft. Die Grippewelle hat mich auch erwischt, aber ihr wollt ein Video haben, deswegen kriegt ihr auch eins für einen 535 Diesel. Auf jeden Fall, die Injektoren ist eine relativ teure Geschichte. Viele sagen, ja, die alten Motoren, die 272 PS, sind schlechter als die 286 PS. Die haben irgendwie viel bessere Injektoren und so weiter und so fort. Es ist egal, welcher Injektor da ist, ob ein schlechter Injektor, guter Injektor, anfällig oder nicht. Injektor geht normalerweise nicht einfach so kaputt, wenn man den vernünftig behandelt. Vernünftig behandelt ist, man benutzt vernünftigen Kraftstoff, sodass so wenig wie möglich Biodieselzusatz im Endeffekt da ist. Ich persönlich tanke immer wie Powerall Ultimate, dass man vernünftig so wenig, so dass der Kraftstoff letztendlich die beste Möglichkeit oder sagen wir mal die Injektoren die beste Möglichkeit bietet, so lange wie möglich zu arbeiten. Man kann bei so einer Diagnose natürlich auch gucken, wie sind die Injektoren. Die Injektoren gehen auf zweierlei Sachen kaputt. Das heißt, entweder die Injektoren gehen kaputt anhand des Spritzbildes, das heißt, er spritzt nicht wirklich gleichmäßig ein, das heißt, er ist einfach verkokt und tropft. Durch diese Tropfen kann er einfach ein Loch in den Kolben reinbrennen oder ihr habt eine schlechte Verbrennung. Das ist die eine Problematik. Je nachdem, wie die Laufruheregelung ist von den Injektoren, kann man gucken, kann man die Injektoren noch reinigen oder kann man die nicht mehr reinigen. Und dann muss er zum Beispiel ausgetauscht werden. Die andere Geschichte, wie ein Injektor kaputt gehen kann, ist sozusagen die Rücklaufmenge. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Injektor, wenn ihr das Auto morgen startet und er braucht wirklich lange zum Starten, kann Glühkerzen, Glühstäuge sein, kann die Batterie sein, aber das kann auch entsprechender Injektor sein, der einfach wirklich länger braucht, um Druck aufzubauen, weil er an der anderen Seite den Druck sozusagen einfach weglaufen lässt. Deswegen ist es immer sinnvoll, lasst bei so einer Diagnose einmal auch die Injektoren prüfen, weil so ein Injektor kostet je nach Modell zwischen 350 bis 500 Euro und bei dem Auto habt ihr davon 6. Das heißt, wenn ihr dann ein Auto kauft, wo jetzt 2, 3 Injektoren kaputt sind, das ist dann wirklich relativ teuer.
Problematisch ist auch natürlich, wenn man so einen Injektor tauschen möchte, manchmal kriegt man den gar nicht raus, weil der ist so extrem festgebacken in dem Ventildeckel, dass man einfach bei manchen Fahrzeugen den Ventildeckel bei dem Injektortausch kaputt macht. Das heißt, um sowas aus dem Weg zu gehen, prüft eure Injektoren oder wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, dann prüft oder lasst die Injektoren prüfen, in welchem Zustand die sind, wie gut die Laufruheregelung ist. Bei manchen Werten kann man die entsprechend chemisch noch reinigen, bei manchen ist das Thema durch und dann müssen entsprechend neue Injektoren rein. Wir arbeiten uns weiter nach hinten, wir gehen jetzt weiter zum Getriebe. Wenn ihr BMW fragt, sagt euch BMW, Getriebeöl ist eine Langzeitfüllung, eine Lebenslangfüllung. Die Frage ist halt, was ist lebenslang? Das heißt, ist lebenslang 50.000, 80.000, 100.000? Wahrscheinlich für BMW ist das sowas um den Dreh, weil man möchte natürlich auch, dass ihr ein neues Auto kauft. Aber viele von euch kaufen sich ein Auto nicht für 100.000, sondern man möchte so ein Fahrzeug auch mal vielleicht 150, 200, 300.000 letztendlich fahren. Wenn man sich erinnert oder einige schon länger BMW fahren, wenn man zum Beispiel zurückdenkt an E46, E39, diese Fahrzeuge sind eine halbe Million gelaufen. Der Turbo war noch der erste, die Injektoren sind lange gehalten, die Automatik, die beginnen nie kaputt. Wie kann das denn sein, dass die Getriebe, die Motoren, die Injektoren, Partikelfilter und Turbolader letztendlich jetzt auf einmal kaputt gehen? Es kann ja nicht sein, dass die Hersteller irgendwie dümmer werden und in Entwicklung zurückgehen. Problem ist natürlich, die Fahrzeuge, die sind bestimmten Bedingungen sozusagen erzwungen. Das heißt, die Autos müssen mehr wiegen oder weniger wiegen, müssen mehr Leistung haben, weniger CO2-Ausstoß und deswegen werden einfach Sachen angepasst. Die Autos müssen auch günstiger werden und so weiter und so fort. Genauso bei dem Getriebe. Früher hatte man zum Beispiel 4-Gang-Getriebe, 5-Gang-Getriebe, 6-Gang-Getriebe. Mittlerweile hat man sogar einen 8-Gang, 7-Gang oder 9-Gang und die Getriebe haben oder die Autos haben nicht mehr 150 PS, sondern 300, wie der hier fast. Ne? Deswegen haben natürlich auch die Getriebe eine ganz andere Belastung. Wenn man den Hersteller von den Getrieben fragt, das ist ZF, könnt ihr gerne anfragen. Die sagen, zwischen 80 und 100.000 muss das gesamte Öl im Getriebe getauscht werden. Verwechselt das bitte nicht mit einem Getriebeölwechsel, weil beim Getriebeölwechsel wird nur ein kleiner Teil von dem Öl gewechselt. Warum ist das so? Weil beim Getriebeölwechsel wird einfach nur die Ölwanne von dem Getriebe letztendlich abgenommen. Das Öl, was sich da befindet, wird einfach sozusagen ausgekippt und das Getriebe wird einfach neu befüllt. So, ich habe euch mal eine Ölwanne mitgebracht, dass ihr auch mal seht. Wie gesagt, das Öl, was sich hier befindet, das ist halt bis hier. Das ist ja, wie kann jeder verstehen, viel Öl passt hier nicht rein. Das sind, um genau zu sein, zwischen 3,2 bis 3,5 Liter. Je nachdem, was das für Modell ist, ob das jetzt 535 ist, 530er, 520er oder was auch immer. Wie gesagt, das Ding wird abgenommen, ausgekippt, dann haben wir eine Befüllschraube. Über die Befüllschraube wird einfach das Öl wieder sozusagen befüllt und schon ist der Getriebeölwechsel sozusagen vollzogen. Warum ist das schlecht oder was ist da das Problem? Problem ist einfach, dass ein Getriebeölwechsel ist besser als gar nichts. Ne? Das heißt, das ist schon mal eine gute Sache. Man sollte sowas aber bei 50.000 machen. Ne? Als Beispiel. Das heißt, nicht irgendwie auf die Idee kommen, bei 200.000 Getriebeölwechsel zu machen. Dann braucht man eigentlich nichts mehr machen. Auch eine Spülung ist schon zu spät. Problem ist, wie gesagt, dass bei einem Getriebeölwechsel wird nur ein Teil des Öls getauscht. Das heißt, nur ein Teil des Öls, weil so ein Getriebe hat eine Füllmenge zwischen 9,2 bis 10 Liter. Ne, das heißt, je nachdem, was das für ein Getriebe ist und welche Übersetzung. So, wenn wir jetzt aber den ganzen Dreck drinnen lassen, in dem Wandler, in den ganzen Schläuchen, in dem Ölkühler, dann haben wir die Problematik zum Beispiel, welches Öl nehmen wir? Das heißt, das Auto wurde so ausgeliefert. So, nehmen wir das BMW-Öl, nehmen wir jetzt das ZF-Öl, so, und keiner kann einem sagen. Das heißt, die Öle haben irgendwie eine sozusagen bestimmte Bezeichnung, aber ob das jetzt wirklich dasselbe Öl ist, das kann keiner einem sagen. Das heißt, im schlimmen Fall hat man letztendlich zwei Mischöle. Und wie die Öle letztendlich harmonieren, das kann man auch nicht mit Sicherheit sagen. Da ein Getriebe wirklich ein teures Bauteil ist, sollte man da auf Nummer sicher gehen. Genauso bei so einer Diagnose kann man anhand der Getriebeölwerte oder die Adaptionswerte sehen, in welchem Zustand ist mein Getriebe. Das heißt, man sieht anhand der Adaptionswerte, wurde schon mal eine Spülung gemacht, wurde der Ölfilter schon mal gewechselt. Das steht nicht einfach drinnen, ja oder nein, sondern man kann anhand der Werte, wenn man sich damit auskennt, davon was versteht, kann man einfach sehen, was wurde gemacht und ob was gemacht wurde. Ja, wenn am besten ist natürlich, dass man einfach versteht, dass man einfach den Hersteller hört. Alle 80 bis 100.000 sollte man das Getriebe spülen. Bei einer Spülung gibt es zwei Methoden. Es gibt eine Methode mit Chemie, dann wird das alte Öl benutzt, dann das alte Öl wird in die Chemie reingepackt, dann wird das Getriebe so eine Art 10 Minuten, Viertelstunde laufen lassen, mit dem Gedanken, dass irgendwie der ganze Dreck sozusagen raus soll und dann wird einfach neu befüllt.
Diese Methode finde ich bescheuert, weil es ist einfach so, wenn erstens sagt der Hersteller von dem Getriebe, da darf keine Chemie rein ins Getriebe. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ihr Chemie reinpackt, mit schmutzigem Öl laufen lasst, dann glaubt ihr euch nicht ehrlich, wenn ihr das Getriebe danach mit sauberem Öl befüllt, dass das Ganze, dass die ganze Chemie im Getriebe, was eigentlich die Reinigung sozusagen vollziehen soll, dass sie auch komplett weg ist. Das ist doch Quatsch. Ne? Da bleibt immer Reinigung drin. Genauso auch mit dem Schmutz. Da bleibt immer ein Teil Schmutz sozusagen mit drin. Deswegen die beste Option, so ein Getriebe zu spülen, ist mit sauberem Öl. Problematik, man braucht die doppelte Ölmenge, wie zum Beispiel bei dieser anderen Methode, und ist aber auf der sicheren Seite. Dann stellt man sich die Frage, welches Öl verwende ich? Es ist immer sinnvoll, original ZF-Öl zu nehmen, denn ZF ist sozusagen der Hersteller von dem Getriebe. Genauso nimmt man auch die Ölwanne von dem Hersteller. Ich bringe mal die Ölwanne wieder mit. Und zwar, Problem ist bei der Ölwanne, wir haben hier drin einen Filter. Der Filter an sich ist ganz wichtig, denn durch den Filter zirkuliert das Öl. Wenn wir jetzt einen scheiß Filter haben, irgendwie mit einer schlechten Qualität, dann kann das Öl nicht richtig zirkulieren. Und dann haben wir das Ding zum Beispiel gespült, haben alles wirklich gemacht und wissen nicht, wieso schaltet das Getriebe schlechter. Weil der Filter vielleicht schlecht war oder weil Öl nicht das passende war oder wieso auch immer, weil der Adaptionswerte nicht vernünftig zurückgesetzt wurden, vielleicht muss ein Getriebe-Update gemacht werden, das weiß man alles nicht. Deswegen wichtig, vernünftige Ölwanne nehmen. Außerdem, die Ölwanne ist hier abgedichtet. Das heißt, ihr könnt sehen, ihr habt hier eine Dichtung. Wenn wir zum Beispiel eine minderwertige Ölwanne haben, zum Beispiel jetzt, man kriegt Ölwanne für 50 Euro bei eBay. Man kann aber auch eine originale nehmen für fast 200. So, das, an solchen Sachen sollte man aber nicht sparen. Wenn zum Beispiel diese Dichtung einfach qualitativ minderwertig ist, man fährt mit dem Getriebe und irgendwann fängt das Getriebe an, Öl zu verlieren. Ihr merkt davon nichts, weil wenn ihr so ein Auto mal auf der Bühne hattet, die Abdeckung von dem Getriebe ist eine Art, sozusagen, wie soll man sagen, Textil. Das saugt Öl. Das heißt, man wird nicht gleich feststellen, dass das Getriebe Öl verliert, sondern man fährt und fährt und fährt und irgendwann hat man halt ein kaputtes Getriebe, weil man sozusagen ohne oder mit zu wenig Öl durch die Gegend gefahren sein. Und es ist auch wichtig, man sollte nicht jedes Getriebe spülen. Das heißt, generell sollte man immer gucken, es gibt Getriebe zum Beispiel mit 120.000, 150.000, 160.000, die von den Adaptionswerten halt katastrophal sind. Es gibt aber Autos, die haben zum Beispiel 200.000 und die Werte sind perfekt. Das ist immer davon abhängig, ob schon mal ein Getriebeölwechsel gemacht wurde, wie das Auto gefahren ist. Ist das nur Stadtgefahren, nur sozusagen Stadtverkehr, Kurzstrecke, ist das Auto nur Langstrecke gefahren? Da muss man immer halt gucken und generell kann man sagen, bei Fahrzeugen, die über 200.000 gelaufen sind, erst dann anzufangen, eine Getriebespülung zu machen, dann ist schon wirklich Thema durch, weil ihr seid einfach 200.000 zum Beispiel mit altem Öl gefahren, mit einer alten Ölwanne, das heißt, das Öl konnte nicht richtig zirkulieren, ihr habt eine höhere Reibung gehabt, weil das Öl hatte schlechte Qualität gehabt, ihr habt einen höheren Wasseranteil, durch den höheren Wasseranteil werden sozusagen die Gummidichtung im Getriebe irgendwann hart, ne, durch die Temperatur, und wenn ihr jetzt ankommt mit einer neuen guten Ölwanne, sogar von ZF, ihr nehmt ein neues gutes Öl von ZF, dann kann es sogar sein, dass nach einer Woche, zwei Monaten, einem halben Jahr das Getriebe kaputt geht. Nicht, weil derjenige was falsch gemacht hat, sondern weil einfach das Getriebe durch sozusagen den Verschleiß einfach die neuen Bedingungen einfach nicht sozusagen verträgt. Das heißt, wir haben jetzt richtig Druck, weil der Filter ist neu. Wir haben richtig dickflüssiges Öl, weil wir haben keinen Wasseranteil. Aber die Dichtungen im Getriebe, die sind ja alle alt. Das heißt, und durch die Temperatur können die entsprechend halt sehr hart und nach einer Zeit, wie gesagt, einfach reißen. Ganz, ganz einfach und logisch. Wir gehen mal weiter, bevor ihr hier einschließt. Und zwar Differential. Differential, genauso eine Sache. BMW sagt, Differential ist, wie gesagt, wieder lebenslange Füllung. Ist nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so ein Differential nicht unbedingt irgendwann tauschen möchtet, kostet zwischen 2.500 bis 3.000 Euro, solltet ihr alle 100.000 das Differentialöl tauschen. Wenn ihr so ein Fahrzeug kauft oder so ein Fahrzeug einfach besitzt, denkt einfach dran. Ne? Das heißt, durch diese kleinen Sachen, die man immer so ein bisschen beachten soll, muss man oder spart man Geld, denn dadurch verhindert man teure Reparaturen. Immer die Kleinigkeiten tun, genauso auch die Batterie. Bei BMW ist eine Batterie eine sehr, sehr wichtige Sache. Viele wissen das nicht. Viele fragen jetzt zum Beispiel bei Teileverkäufern, welche Batterie passt zu meinem Fahrzeug. Man geht dahin, über den Schein sagen die, wenn das Auto passt, eine 90er, eine 80er, eine 92er, 95er, 105er. Ist aber alles falsch. In die meisten BMW-Fahrzeuge passt eine 90 Ampere Batterie und eine 110 Ampere Batterie. So, warum ist das so? Wenn man jetzt zum Beispiel eine 92 einbaut oder eine 95 einbaut oder eine 88 einbaut, dann kann es sein, dass die Elektronik nicht vernünftig funktioniert. Deswegen, wenn ihr die Batterie tauscht, baut eine vernünftige Batterie ein und lasst die Batterie auch entsprechend kodieren. Denn wenn ihr das nicht kodieren lasst, dann habt ihr zum Beispiel eine Batterie, die ist 5 Jahre alt.
An dem Minuspol von der Batterie habt ihr einen Sensor, der misst, wie voll ist die Batterie und wie groß ist die Kapazität. So. Das heißt, über die Jahre ist ja logisch, nimmt die Kapazität der Batterie einfach ab. Und wenn ihr zum Beispiel eine neue Batterie einbaut, dann denkt das Auto ja immer noch, das ist immer noch die alte. Und lädt die Batterie immer noch bis zur alten Kapazität, zum Beispiel 40%, 50% und so weiter. Das heißt, obwohl ihr Geld für eine Batterie ausgegeben habt, kann er die Batterie nicht vernünftig laden. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Batterie gekauft habt, ihr habt eine 90er programmiert, 90 Bleibatterie, habt jetzt aber eine 88 gekauft. Das Auto will die Batterie immer bis 90 laden, schafft er aber nicht, weil die Kapazität ist einfach nicht da. Oder ihr kauft immer zum Beispiel eine 95er, der will die bis 90 laden, merkt aber irgendwie, ist da noch Luft drinnen. Deswegen bei sowas muss man immer aufpassen, weil durch solche Batterien gehen viele Sachen kaputt. Lenkradverriegelung geht im Endeffekt kaputt, wenn die Batterie kaputt geht, ist ein Softwarefehler, gibt es auch Videos von uns. Das Navi geht kaputt, das CCC-Navi bei dem Vorfacelift. Das alles hängt mit der Batterie zusammen, deswegen immer vorsichtig sein, man kann immer so sagen, alle 5 Jahre sollte die Batterie mal neu, nicht diese ganze Geprüfe, ob die noch heil ist oder nicht, die Batterie kostet mittlerweile nichts, deswegen lasst euch am besten gleich die 110er einbauen, es gibt bestimmte Marken, die passen. Wichtig ist, dass die Werte sozusagen von dem Fahrzeug akzeptiert werden, die Batterie angelernt wird und dann habt ihr Ruhe. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, ruft uns einfach an. Abonniert gerne unseren Kanal, dass ihr jede Woche in Genuss unserer Videos letztendlich kommt. Denn wie gesagt, jede Woche bringen wir neue Videos zu den beiden Marken raus. Und schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Vielen Dank.